Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Schlummernde Ungetüme. Die spielt sich ab auf die Antorische Ödnis in diesem Gebiet. Ich starte von diesem lichtgeschmiedeten Signal hier aus. Oben sieht man auch die Koordinaten, wo ich gerade stehe. Hier sieht man das Signal. Und hier darf ich zwei Named Mobs töten. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch meine Videos helfen, dürft ihr ihnen gerne einen Daumen hoch geben. Was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr mich abonniert. Da bin ich dann besonders motiviert, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Hier ist der erste Mob, den ich töten muss, der Hardrox. An dieser Position, oben sieht man auch die Koordinaten. Und den darf ich jetzt erstmal erwecken, also mit der rechten Maustaste anklicken. Und dann einfach töten. Der hat ein paar Fähigkeiten, die sind jetzt aber nicht wirklich tödlich. Ich könnte auch in dem stehen bleiben, würde nicht besonders viel ausmachen. Die Fähigkeiten von den zwei Mobs gleichen sich ziemlich. Mein Item-Level ist aktuell 907 und wie ihr seht, geht es problemlos. Nun geht's zum zweiten Mob, dem Radix. Der befindet sich gleich daneben. Und hier darf ich auch erstmal die zwei Mobs da töten. Muss jetzt nicht unbedingt sein, obwohl ich teste mal, ob man ihn erwecken kann. Halt. Oh ja, jetzt haben sie mich nicht gehittet, während ich erweckt habe. Aber ich habe ja noch meine Geheimwaffe, Sindragosas auch. Und einfach draufklopfen. Just for fun bin ich noch einmal ausgewichen. Und damit ist die Weltquest erledigt. Wie vorhin erwähnt, falls ich euch geholfen habe, gerne Daumen hoch und oder abonnieren. Würde mich sehr freuen. Für meinen Teil hoffe ich, konnte euch helfen. Ciao!